Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ich habe hier gerade ungefähr 10 Minuten verbracht mit dem Klettern, weil ich keinen Plan hatte, wie wohin. Und ich lasse erstmal reden. Die Männer sind doch schon vorsichtig. Vorsichtig? Wieso? Wir haben keine Zeit mehr für Vorsicht und ich habe auch keine Geduld mehr. Bei allem Respekt, falls alle meine Männer da unten sterben. Wir sind alle entbehrlich, Commander. Was zählt, sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu hoch. So. Das Problem ist, ich habe mir gerade 10 Minuten rumgehangen, weil ich jedes Mal B gedrückt habe, als ich hier runtergefallen bin, um mich festzuhalten. Allerdings geht das nur bei Assassin's Creed so. In Rise of the Tomb Raider lässt man sich fallen, wenn man B drückt. So. Wir sind auf der unteren Ebene, aber es gibt ein neues Problem. Wir haben die Nachhut verloren. Heißt verloren, Commander. Kein Funkkontakt, kein Sichtkontakt. Dann machen Sie ohne sie weiter. Das sieht der Missionsplan nicht vor, Madame. Es wird zu viele unnötige Risiken. Sie ohne sie erreichen? Nein, ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ich brauche taktische Unterstützung. Nein, wir haben mit diesem Tal schon alle Hände voll zu tun. Wenn Sie glauben, verfolgt zu werden, machen Sie schneller. Muss da unten sein. Beeilung, Anna wartet. Haben Sie ihn? Oh oh. Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Er schießt mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Ich weiß nicht, ob ich abwechselnd schießen sollte. Aber ich tue es einfach mal. Hey, ich habe überlebt. Was mit der anderen passiert, ist mir scheißegal. Ah, schade. Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Du bist nicht so kaltblütig. Er verschlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Ja, cool. Irgendwas tötet die Männer. Freut mich. Ich weiß nicht, wir gehen erstmal zurück, weil ich cool bin. Keine Ahnung. Was ist da hinten? Ist so ein paar Blättchen, ja. Dann kann ich mir eine schöne Ziese bauen. Ich weiß nicht, nennt man das so unter Drogenkreisen? Ich weiß es nicht. Croft macht uns weiter Schwierigkeiten. Sie hat die Talbevölkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt. Ich wünschte, ich könnte ihr klarmachen, wie falsch sie liegt. Wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen der Welt nicht mehr. Ein einzelner Held rettet sie nicht. Die Idee, die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Habe ich geglaubt, man könnte sie auf Trinitys Seite ziehen? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah. Sie und ich. Es gibt eine Bindung. Aber ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Sie muss gebrochen werden. Und es ist möglich.
Ich habe schon stärkere gebrochen. Tja. Das Problem ist, meine Liebe, du scheinst mehr als nur krank zu sein. Ich glaube, dein Hirn hat ein paar Störungen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum du dich gerade ungefähr 1000 Mal wiederholt hast. Oder du stehst natürlich auf Dubstep, kann natürlich sein. Ich habe... Yeah. Oh Mann. Crazy. Das ist er. Das muss er sein. Ich will nicht sagen, Lara, aber diese Statue da... Ha! Ich habe ihr die Waffe abgenommen. Ist höchstwahrscheinlich der Feind. Ich glaube, ich habe ihm den Kopf abgeschossen. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Verdammt, wo ist dein Kopf? Ich hoffe, ich habe ihn gefunden. Huch, was? Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Leichtfuß. Das wird mir helfen, Freunde. So, Waffen. Können wir irgendwas verbessern von unseren normalen Waffen? Ja, wie die Pistole. Ja, Munition, komm. Bin mal so frei. Halt, was war das? Halt. Ich war doch gerade ein Ausrufezeichen im Inventar, oder? Munition will ich gar nicht. Ausrüstung. Was haben wir denn an Kleidung? Verdammt, wo hat man noch mal die Kleidung gesehen? Meine Kleidung wechseln. War das gar nicht hier am Lagerfeuer? War das hier irgendwo? Goddamn, wo habe ich denn... Überlebensguide, Option? Wo habe ich nochmal die Klamotten geändert? Das war doch im Inventar, oder? Waffen. Ach, unter Waffen. Gut. Meine Kleidung ist also eine Waffe. Gut, ist verständlich. Lara Croft, wenn sie irgendwas ja, mit weniger Stoff anhat, dann könnte das eine gute Waffe sein gegen die Männer. Sieht davon irgendwas gut aus? Soll ich mir irgendwas davon besorgen? Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Damals hatte man viel mehr Auswahl mit viel weniger Klamotten. Gut, das blaue Shirt ist jetzt nicht so wirklich der Knaller. Weil wir haben das Ganze nochmal in einer anderen Farbe. Expeditionsjacke haben wir hier. Und natürlich eine Lederjacke. Nehmen wir die Lederjacke. Komm, hatten wir lange nicht mehr. Gut, dann schauen wir mal, wer da alles gestorben ist. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Das griechische Feuer. Oh, oh. Ich will nicht. Oh, dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Oh Gott. Holy shit. Ich würde jetzt schreiend rauslaufen. Oh Gott! Nicht so! Ich kann nicht! Nicht so! Konntest du dich erschrecken? Ja, tu es! Oh, schnell! Mach das! Okay, pass auf. Wir machen das so. Ich schieß dir ins Bein. Und wenn du dann noch lebst, gucken wir weiter. Ja, oder du machst eine 360er-Drehung und stirbst dadurch. Hat er wahrscheinlich der Kopf angeschlagen. Das könnte ich mir nicht erklären, warum er dadurch gestorben ist. So.
könnte das getan haben? Die unsterblichen Gruppen? Was zum Teufel ist das? Ich vermute mal. Diese Gefäße. Da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann. Anscheinend schon. Okay, aber wir kennen das ja aus dem letzten Tomb Raider-Teil. Da waren ja auch diese uralten Viechers dabei und die haben auch getötet. Also, pff, machst du alle platt. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Bum, bum, bum. Ihr Apostel. Okay, dann schauen wir mal. Ich bin ja immer gespannt, wie die Unsterblichen so sind. Aber, um sicher zu gehen. Ich weiß noch nicht, wer oder was hier so unsterblich ist, aber. Die Statuen sind schon mal nicht. Oh, du könntest es sein. Oh Gott, nein, wir werden gleich kämpfen. Mit dem griechischen Feuer. Fraglich, wie die Batterien so lange halten konnten. Oh. Trinity, sie sind hier. Echt jetzt? Nicht so ein sterblicher Typ. Wir können nicht auf die anderen Teams warten. Sofort! Mein Gefahr! Sofort! Bestätigt. Oh oh. Vermit bereit. Bring Blackbeak. Sünde! Los! Ach Gott. Kommt ab. Achtung! Bei mir, vor mir! Ja, bleib einfach chillig stehen. Ganz klar. Oh Gott. Unter mir. Aber wo sind die Sterblichen hin? Hab ich die alle getötet? Oh, was? Ist jetzt langsam mal gut, oder was? Sag mal, hört auf mit Granaten an mir zu werfen. Das ist nicht funny. Ich bin einfach mal weg. Tschüss. Ich habe keinen Sichtkontakt, aber ich war gerade als Alpha-Team ausgeschaltet. Sie muss sicher leer sein. Die anderen Teams haben mehr Kontakte gemeldet. Wir sind auf uns gestellt, bis sie durchbrechen. Keine Zeit! Croft hat das Paket! Bleibt denn hier dran! Hey! Warum war das Team den Fuß weg? Schade. Ich geb dir Feuerschutz! Ich hab sie! Diese scheiß Statue! Ich geb dir Deckung! Lass es uns beenden! Granate raus! Jetzt hab ich die Statue getrollt, ey. Idioten. So. Das doch mal mit. Radfein herstellen. Nö, brauche ich nicht. Wir machen einfach einen auf den. Falsche Taste. Okay. Dann machen wir nicht einen auf den hier. Aber wir nehmen das hier mit. Wobei, brauche ich eine Krauchgranate? Eigentlich nicht so wirklich, ne? Also, was wir mal versuchen? Wir versuchen das griechische Feuer mit dem Ding hier zu entzünden. Take these! Aber wir könnten neue Pfeile herstellen.
Was genau tue ich da? Was soll? Okay. Oder nicht? So können wir mehr sehen. Komm. Dann werden wir durch. Ich brauche keine Pfeile. Haha, jetzt weiß ich, wie man die Dinger herstellt. So, ist das ein Walkie-Talkie? Achso, ich habe schon eins. Okay. Hey, nee, ich hab's doch gerade gebastelt. Wieso wirfst du es weg? Was? Oh. Danke, Lara. Hey, lass uns eine Bombe bauen und die dann einfach mal liegen lassen. Dreck. Oh nein, Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Ich zieh weg. Gut, zum Glück haben wir die Bombe weggeworfen. Wir müssen das Paket zurückholen. Hier, hab sie gefunden. Okay, und dann noch schön mit dem Flammenwerfer. Ja, ist ja gut. Fuck. Alter, komm ich hoch. Oh, Lara, hoch. Aber wir dürfen doch nicht hoch. Ich dachte, wir können von alleine hoch. Stopp! Das war's. Her mit dem Atlas. Oh. Oh. Apropos Atlas, wo habe ich ihn getan? Atemgerät! Okay. Somit haben wir definitiv einen der Unsterblichen schon mal gesehen. Und wir können jetzt unendlich lange tauchen. Ein Traum wird wahr. Lara kann lange tauchen. Damit kann ich auch in eine bestimmte Höhle reingehen. Hier geht's gut? Glaub nicht. Siehst so steif aus. Und ich habe ein bisschen Angst, weil hier überall Leichen sind und ich nirgends hochkomme. Ah. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Okay. War ein wenig zu einfach. Oh, okay. Die andere Seite. Jetzt nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Ich habe mich schon gefreut, dass es vorbei ist. Okay, hier sind ganz viele Pfeile. Extra für den Fall der Fälle. Das ist eins dieser riesigen Schwerter. Ich gehe mal in die Richtung. So, hier ist noch so ein Pfeiler. Gefällt mir nicht. Wie kriegen wir den zum Einstürzen? Wo kriegen wir das Feuer her? Dürfte wohl ein etwas längeres Rätsel sein. Oh, schwimmen wir doch erstmal hier hin, ne? Neues Basislager entdeckt, wo? Was? Ach so. Ah, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Shit. Zu spät gesehen. Na gut. Komm, hier nehmen wir das. Wir haben nichts Cooles mehr, was wir auswählen können. Jetzt wird nur das ausgewählt, was kommt. Okay, ich hätte gar nicht rüberspringen brauchen, rüberschwimmen. Okay, gehen wir halt da lang, wo der Typ gerade verreckt ist. Ich meine, ich bin ja geisteskrank. Ich bin Lara Croft. Das ist das neue Synonym für geisteskrank.
hat's erwischt. Was? Auf keinen Fall. Pack, da, über uns. Wo wusstest du das? Gut, das war leicht. Ich hätte auch eine Bombe werfen können. Schade. Was ist das denn? Ach, damit hätte ich die auch reinlegen können. Ah. Ich verstehe. Naja, dafür ist es jetzt zu spät. Und schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Oh. Dabei hätte ich gedacht, hier wäre nur dieses leuchtende Ding ins Kirchenziel. Sie waren wohl stets für den Krieg gerüstet. Das waren sie eventuell. Und die müssen hier gelagert worden sein. Aber diese Behälter sind beschädigt. Ja. Liebe Freunde, ich würde sagen, das war's für heute mit The Rise of the Tomb Raider. Oder Rise of the Tomb Raider. Und wir... Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Und wir... Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ach cool, kann ich noch mehr rauslassen? Zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. Ich hoffe, wir kriegen das Rätsel gerissen. Und die soll ich wahrscheinlich runterschmeißen, ne? Gut. Ein noch, komm. Ein will ich nicht. Hui, ich werde überfahren. Okay, die verschwinden nach einer Zeit. Oder wenn man zu viel hat. Ich würde sagen, bis morgen. Tschüss.